Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Friday the 13th. Diesmal mit Shiva und Eri. Hallo. Hallo. Ist mal wieder soweit. Ist mal wieder soweit, ja. Ist denn super Spartan-Nerd ist... Killer, genau. Mhm. Wissen wir schon mal. Ich hab dich schon gesehen. Ja, ich dich auch. Hallo. Toll. Bei mir Toll. Wurde direkt mal das Licht ausgemacht. Oh. Habe ich dann jetzt gleich wieder. Das ist aber fleißig. Killer, ja. Ja, aber manchmal ist das echt weit weg. Oh, scheiße, ich habe die Fuse gefunden. Setz sie ein. Ich weiß nicht, wo. Sag mir wo und ich bin dort. Ja, sollte ich was finden, dann sage ich dir Bescheid. Mhm. So, in dem Haus, wo ich jetzt drin war, war sie nicht. Definitiv. Jetzt gehe ich ins nächste. Die fliegende Milchtüte, wie hat die denn gerade gesprochen? Bitte schön, habt ihr das gehört? Nee. Ich glaube, das hören wir auch nur, wenn wir diese Walkie-Talkies eingesammelt haben. Aber und in der Nähe sind. Ja, man hört es auch, glaube ich, nur, wenn man in der Nähe von genau. nebenan ist. Ja. So, ich gehe jetzt ins Klohäuschen. Beim letzten Mal ist das nicht sehr gut ausgegangen, dass ich hier reingegangen bin. Ja. Ist der Killer schon bei dir, oder was? Nein, zum Glück noch nicht. Ach so, du meinst diese das große Klohäuschen, nicht diese kleinen Kämmerchen. Ja. Oh, es gibt das Boot, ne? Oh, ich habe Gas gefunden. Ich habe die Fuse und das Gas. Das ist schon mal gut. Ja, aber du sammelst ja alles an heute. Ja. Was ist mit dir? Ich weiß nicht, ich glaube, ich will sterben. Du willst sterben? Eri, hast du eine Waffe zufälligerweise? Also wenn du das dann hast, dann tu es doch schon mal ins ja, Auto. Ja, genau, das wollte ich nämlich sagen. Dann kannst du mich schon mal beschützen, solange ich dort bin. Wo bist du denn genau? Ich gehe jetzt Richtung Auto, direkt aber darüber. Aber weißt du was? Was denn? Blaues Auto. Warte mal, an welcher Stelle bist du denn gerade eigentlich? Bei dem Viererhäusern, ganz rechts. Okay, ich überlege gerade, falls du stirbst, könnte ja die Fuse wieder verbuggt sein. Vielleicht kannst du die ja vorher noch mal in eine Schublade legen. Ja, Moment, dann gehe ich nochmal kurz hier auf den Boden legen oder sowas. Und dann merkst du dir halt den Ort, wo du es hingelegt hast. Ja, dann gehe ich hier gerade mal in das Haus direkt unter dem Auto. Haben wir böse Musik oder ist es Fake-Musik? Fake wahrscheinlich. Bei mir ist nichts. Das war nur so ein Fake gerade, ja. Ach, du bist ja auch da, okay. Genau, ich lege jetzt erstmal die Fuse. Wie kann ich denn die wieder in eine Schublade legen? Geht das überhaupt? In die Schublade? Nee, leg sie einfach auf den Boden. Ah, okay. Moment, ich werde mir einen schönen Platz aussuchen, wo du sie direkt findest. Hier. Direkt in die Schublade wieder. Perfekt. Geh rein. So, Fuse steht hier. Jetzt nehme ich mir das Gas. Hier machen wir mal die Tür zur Sicherheit zu. Ja. Okay, geht los. Ich habe super schlechten Reparierskill. Das wird echt böse werden. Das schaffen wir schon. Ach so, Gas ist ja an der Seite. So. Es liegt zum Glück auch noch keine Falle. Wer hat denn den Schlüssel? Oh, da kommt er, da kommt ja, er. Ja, ich dachte mir schon, ich höre doch was. Ja. Schnell ins Haus am besten. Was? Gott sei Dank. Ich hab hier irgendwie einen Bug. Ich komm, jetzt. Die fliegende Milchtüte ist cool. Wie ich mich halt erstmal im Busch verstecken will. Ich spiel gerade zu viel Battlegrounds. Okay. Nein, hier sieht er mich, wenn ich im Busch sitze. Du hast immer noch nicht das Fuse-Haus gefunden, ne? Nee, leider nicht. Und im Moment ist der Killer bei uns. Also da bin ich jetzt auch gerade im Moment etwas, auf Zack. Rennen? Genau. Du bist gerade ein bisschen am Rennen. Ja. Alles klar. Okay, du kommst rein, ich gehe raus. Also im Boot ist das Gas schon mal drin. Okay. Das heißt, es würde nur noch der Propeller fehlen. Und da wundere ich mich gerade, dass den noch keiner eingesetzt hat. Also ich kenne zwei Orte, wo er liegen könnte, vielleicht sogar drei. Okay, also der eine scheint schon... Das ist der Killer. Ja, einer scheint schon tot zu sein. Ja, den hat er da gerade niedergestreckt. Genau, am besten stehst du außerhalb des Hauses, dann sieht er das Haus nicht leuchten. Ja. Hm. Hier ist auch blöd. Ich habe die ganze Zeit nur ein Holzbrett in der Hand. Wieso nehme ich nicht meine neue Waffe mit? Was soll ich sagen? Ich habe Gas in der Hand. Ich kann den mit Gas überschütten. Bei dir bleiben, oder? Ja. Weil du ja keine Waffe hast. Genau. Ich kann ihn höchstens mit Gas überschütten und anzünden. Ja, mach das mal. Das oh, jetzt rennt der gleich zu dem anderen Haus, oder?
Siehst du ihn? Nee, nee, aber ich kann es mir vorstellen, weil der genau zwischen zwei Häusern ist, der eine Typ. Oh nee, er rennt in unser Haus? Oh. Oder? Ja, nein. Ja, er hat die Fuse. Ja, rat mal, wo du die her hast, du Depp. Mit der Taschenlampe auch noch. Super. Ja, genau. Stell dich zu uns dazu. Okay, die Milchtüte hat auf jeden Fall die Fuse jetzt. Okay, wir gehen mal zum Auto, würde ich sagen. Wir probieren es jetzt. Können ja nicht ewig hier stehen bleiben. Wenn ich wenigstens ein besser... Oh, ich dachte gerade schon, die Musik ändert sich. Nee, besseren Reparierungsskill hätte, das wäre super. Ich denke mal, das Schild ist der Killer. Das ist auch... Ja. Von den Umrissen her. So ähnlich. Okay, du machst, ich beschütze mich. Oh, ich höre schon wieder böse Musik. Beschütze mich. Das war, glaube ich, Fake-Musik. Nee, definitiv nicht. Nicht mehr. Ja, der Typ, ey, so ein Arsch, wirklich. Bringt er den Killer hierher? Ja, ach, Mann. Die ganze Zeit, dass hier auf Risiko das Auto endlich fertig ist. Ja, ich muss mich jetzt mal aufs Auto konzentrieren. Ich habe jetzt schon zweimal falsch geklickt. Ja, mach. Ich sehe noch nicht den Killer. Der Typ rennt hier nur ein dumm... Ah, der Killer ist im Haus. Okay. Okay, lass uns abhauen. Er steht im Haus und guckt. Jetzt hat er sich teleportiert. Jetzt sollten wir laufen, ja. Ja. Warum steht denn der einfach nur rum? Keine Ahnung. Okay. Shiva, bei dir alles klar? Ja, ja. Du bist so ruhig. Ja, ich bin in meinem Behind-View. Ich weiß auch nicht, was der ihr da Killer so treibt. Der Killer hat mit uns gesprochen. Ist das? Nee, das, nee, das ist nicht, der Killer. Das ist... Oh, oh. Oh, shit. Er hat mich. Er, oh, ich sterbe. Warte, ich schieße. Nee, das ist schon zu spät. Geh weg. Geh weg. Bevor dich hier kriegt. Oh. Hätte ich noch laufen können. Oh Gott. Scheiße. Ich bin in eurer Nähe. Das ich war der Tsuyu irgendwas, aber. Der hatte vor uns gesprochen. Okay, du kannst ja schauen, obwohl, jetzt ist halt scheiße, jetzt hat die Milchtüte die Fuse. Jetzt können wir nicht sagen, oh, das Fuse-Haus ist dort und dort, geh dahin, weil, ja. So, das irgendwie Gas hattest du noch reingekriegt, ne? Ich wollte gerade sagen, ne? Ich habe ihn abgehängt, aber ich glaube, jetzt kommt gerade einer, der ihn hier reinlockt. Das kann sein, ja. Also Gas ist im Auto, ja. Ups. Okay. Mikro geschlagen. Macht nix. Oh, shit. Okay, ich glaube, es geht sogar gerade wieder. Ja. Also du hast auf jeden Fall keine Musik. Das war nur Tommy, der gerade ankam. Der ist bestimmt gerade gespawnt. Ja, ich habe gerade den Killer auf der Map gesehen. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ja, mach das. Ja, ich auch schon die ganze Zeit. Die kommen hinter mir hergerannt. Ey, die sind voll anhänglich, oder? Die blöde Milchtüte, die war hinten in den zwei Häusern oder in einem der Häuser. Wo rennt der hin? Richtung Auto. Der ist wirklich erst Richtung Auto und ist dann abgedreht und in das Haus rein. Ja, die haben immer irgendwie Angst, dass sie... alleine sterben. Genau. Ja, dass man mit Auto abhaut wahrscheinlich. Das sowieso, also, ja. Wichtigere Frage ist doch, wo ist das verdammte... Ich könnte mit dem Boot abhauen, wenn ich das verdammte Rad finden würde. Also. Ach so. Ja, ich helfe dir. Ich loote jetzt auch weiter in den Häusern. Vielleicht finden wir das. Meistens ist es ja sehr nah in der Nähe vom Schiff, ne? Da ist Heilspray auf der Seite gewesen, oder bist du schon voll? Ich weiß, aber ich brauche das echt nicht. Ach so. Oh, ich sehe gerade, der Killer ist schon wieder ziemlich nah. Ich sollte vielleicht nicht in dieses Haus gehen. Warte ganz kurz, was ist hier? Eine Pfanne, okay. Irgendwo muss doch das verdammte Ding sein. Mhm. Also oder es hat schon jemand eingepackt. Ja, das kann ja, entweder schleppt das einer mit oder hat es mit durch die Gegend geschleppt und wurde dann halt... Gekillt. Du könntest halt am Strand schauen, ob du da was findest, ne? Nee, das Rad, das wird nicht am Strand. Nicht? Nee, es ist ja noch keiner geflohen. Ist das nicht auch, wenn man stirbt? Nein. Ach nee, da liegt der Kram bei seiner Leiche, ne? Genau. Mhm. Na, Tommy wurde schon gerufen.
sonst ist ja auch nichts. Im Klohäuschen hast du schon geschaut, gell? Ja, da habe ich nichts gesehen. Ich guck mal gerade. Also der Killer ist derzeit bei Beast Killer 7. Ja, du kannst ja mal gucken, ob du jemanden siehst, der vielleicht so ein Ding in der Hand hält. Ja, also der hier nicht, der auch nicht, Tommy nicht, die nicht. Achso, das ist Eri. Nee, es hat keiner an der Hand. Keiner an der Hand. Na, es war nur eine Pfanne. Schau mal hier noch. Das auch nicht. Aber hier hatte ich vor allem auch schon geguckt. Nicht. Kann sein, dass Beast Killer gleich stirbt. Der liegt unterm Bett und der Mörder probiert gerade die Betten durch. Wir sind... Okay. Also meistens liegt ja dieses verdammte... wie heißt das Ding jetzt noch? Die verdammte Schiffsschraube. Genau. Liegt ja meistens tatsächlich entweder... Shit. Oh, der Killer ist jetzt bei jemand anderem? Er ist bei mir in der Nähe. Suyu Asui. Das ist der direkt neben dem. Okay, wurde gestunt. Okay, wo ist die meistens? In der Nähe von dem Schiff halt. Genau. Ah, okay. Rennt der noch hinter dem einen her? Also, momentan ist der Killer gestunt. Nein, er ist bei mir, er ist bei mir. Oh, shit. Scheiße. Oh, shit. Links, das Fenster ist auf schon. Aber ich habe keine Musik bei dir, komischerweise. Ja, ich aber. Das reicht. Ah, jetzt. Okay, vielleicht hier. Oh, die ist ja auf die Tür. Das ist schlecht. Okay, er ist aber jetzt wieder wegteleportiert. Ich habe ihn gerade woanders gesehen. Also hier ist alles geliebt. Ah, stimmt. Ah, die sind im Auto, deswegen. Der Killer holt sich jetzt Tommy aus dem Auto. Das Auto, das wir gemacht haben. Ja, ich sehe es gerade neben mir. Oh. Aber ich glaube, Killer ist gestunt. Der ist abgelenkt mit denen. Ich gehe nur gerade aus dem Haus raus. Kann sein. Also momentan sind sie total sich am Zerstreuen. Vielleicht liegt die ja bei irgendeiner Leiche schon. Wie viele sind denn gestorben bisher? 3. Die Milchtüte mit der Fuse. Die übrigens, Milchtüte. Ne? Ach ja. Ja, ja. Und Beno Mentor ist gestorben. Aber wenn er... Oh, das Viererauto fährt gerade los mit 3 Leuten. Ja. Vielleicht schafft es einer von euch beiden. Okay, Auto ist gecrashed. Da wollen wir ja gar nicht mitfahren. Auto ist gecrashed oder der ist da? Also der Killer, der ist halt dagegen. Okay. Kein Haus mehr. Aber sie fahren jetzt gleich weiter? Okay, sie fahren. Ja, ja, die sind ewig weit weg, da komme ich nicht mehr hin. Ja, die sind auch fast am Ausgang. Ja. Also sie fahren in die andere Richtung. Okay, nee, jetzt fahren sie wieder rückwärts. Okay. Oh, sie warten auf Shiva. Hurry. Das ist aber lieb. Ja. Nehmen wir wenigstens mit. Andere Seite. Da muss ich mal schauen, ob ich das, ob diese blöde Schraube noch finde. Echt? Jetzt bleib doch mal stehen. Oh, ich glaube, die hauen an. Und das hatte ich auch schon mal gehabt. Ja, okay, ich bin drin. Oh, jetzt der eine draußen. In dem Bootshaus war auch nichts. Oh, nee. Okay. Okay. Oh, geschafft. Hier ist doch noch eine Schublade zu. Oh nein, ich glaube, du bist jetzt die Einzige, die noch da ist. Ja. Bin ich auch. Ich denke mal, die Schiffsschraube, die hat irgendjemand mitgenommen.
Weil, wie gesagt, entweder liegt die Schiffsschraube in dem Bootshaus, meistens dann da auf diesem Fass, ne? Ja. Oder liegt halt in dem Haus über dem Bootshaus, also da hinten in dem Haus mit den zwei Verandas. Oder sie liegt, wo habe ich sie denn auch schon mal gefunden? Im Klohäuschen habe ich sie schon mal gefunden. Oder da hinten in dem einzelstehenden Haus im Badezimmer, da habe ich sie auch schon mal gefunden. Okay. So, aber da die da nirgendwo liegt und da auf jeden Fall auch Leute rumgerannt sind, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass irgendeiner die wahrscheinlich schon mitgeschleppt hatte. Garantiert. Und dann aber der Killer kam, sodass sie nicht mehr dazu gekommen sind, die Schraube einzusetzen. Das heißt, ich müsste jetzt die Leichen eigentlich absuchen. Ja, oder du versuchst jetzt 4 Minuten noch zu überleben. Sind es nur noch 4 Minuten? Mhm, ja. Ja, aber in dem Haus wirst du wahrscheinlich nicht lange überleben. Nee, und er wird jetzt auch gleich Rage haben oder hat schon Rage. Warte mal, da hinten lagen, glaube ich... Ah nee, das ist nur eine Waffe, glaube ich, die da liegt, ne? Ist noch eine Waffe, ja. Das ist nur eine Waffe. Ich dachte erst, es wäre ein Firecracker, weil das so komisch aussah. Ich habe sogar schon welche. Ach so. Aber schadet ja auch nicht, wenn man 2 hat. Ja. Du solltest auf jeden Fall Richtung einem Haus laufen. Dass du zur Not irgendwie ins Fenster rein kannst, dich noch ein bisschen verstecken kannst, wartest, bis der reinkommt. Aber wie gesagt, der wird halt Rage haben. Der wird direkt durch die Tür rennen. Ja. Er kommt. Okay, Musik. Ja. Oh, er ist vor dir! Ganz schnell. Oh. Ach, scheiße. Aber ich hab's mir fast gedacht. Ja, der hat sich, glaube ich, zwischenzeitlich kurz still gemacht oder so. Plötzlich war nämlich die Musik weg und dann stand er vor dir. Ja, aber wie? Krass. Naja. Ja. Aber Shiva ist wenigstens weggekommen. Yay, ich hab's noch geschafft. Yeah. Ich war die Erste. Juhu. Erste entkommen und Letzte. Okay, ja, dann beenden wir hier mal wieder an der Stelle. Genau. Und wir machen dann in einer neuen Folge von Friday the 13th weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.